Herzlich Ruhe! Warum schlägst du mich? Hab ich nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Season 2, nee 1. Season 2. Zusammen mit Niklas, Kevin und der nicht aufnehmende Steve. Weiß nicht, was ist denn hier los? Der nicht aufnehmende Steve. Der nicht aufnehmende Alter. Steve. Hä? Das bin ich. War hier eine Massenvergewaltigung? Wo bist du jetzt? Vielleicht war da auch einfach nur Steve. Alter, Niklas, komm hier rüber. Wo bist du denn hin? Hinterm Haus. Hinterm Haus. Also Steve, ich bin einfach gestorben, hab unser ganzes Eisen in die weggerissen, ne? Da hat der mich? Chris hat mir auch schon was gesagt, ja. Ja, also ich hab halt nicht alles Eisen weggerissen, ich hab halt einen Teil versucht. Ach, komm mal dahin, Schwings, du bist gerade im Wald, ne? Ja, komm mal her. Die Nahrung ist auf jeden Fall schon mal Alter, what the fuck, Mann, was ist? Ich hab hier noch ein bisschen Eisen drin, ich hab hier noch ein Ding, aber... Du bist schon ziemlich weit gelaufen, Alter. Ich bin hier gerade in der Farm bei uns, ne? Aber, ja, Alter, weißt du, Alter, das andere Team ist so laut. Willst du mich verarschen? What the? Guck dir das mal an! Ich wollte gerade Holz holen. Okay. Ich hab ein Thumbnail. Mit 1000 Vögeln. Alter, da hol ich mich das mal drauf. Nein, lass die Vögel. Ja, ich sterbe eh alle nach 30 Minuten. Hey Steve? Kannst du bei Any Chance mal gucken, ob du irgendwas zum Essen auftreiben kannst? Ich hab noch was. Aber wenn ich was sehe, da hinten waren eigentlich ganz viele Schweine. Die sind glaube ich schon tot. Die sind glaube ich schon tot, Steve. Was? Halte Linksklick fest, um Fälle einbauen. Ja gut, warum wird mir das sowas angezeigt? Ich habe Minecraft ja noch nicht zum ersten Mal angehört. Anscheinend schon. Anscheinend denkt Minecraft da anders an. Klasse. Ich merk schon. Oh, jetzt sind voll viele Hühner. Steve, ich hab erstmal vorerst eine andere Idee bei mir. Ich will deine Tierfarm, weißt du? We need fuck. We need water. We need water. Steve? Du hast bestimmt Erde in deinem kleinen Inventar, oder? Au. Nein, aber ich hab Steine. Hast du in der Kiste Erde? Nee, oder? Bestimmt. Aber ich habe jetzt keine Lust, hier irgendwie in der Nähe was abzugrasen. Nimm ruhig. Ich brauch's nicht. Wo könnte man ein bisschen Erde wegnehmen, dass es nicht auffällt? Das ist doch egal. Nimm's doch einfach irgendwo weg. Nein, nichts. Steve, das zerstört die Landschaft. Ich komm nach Hause. Ach nö. Junge, Alter. Was ist eigentlich unser Plan so? Höhle oder? Was? Unser Plan. Was unser Plan ist? Höhle? Ich würde erstmal eine feste Basis haben, wo man von der man aus dann Neues bauen kann. Okay. Hey Christian, da wir ja eine Burg bauen, ne? Mhm. Also so eine kleine Festung und so, ne? Also wir sollten erstmal alles drinnen fertig bauen und dann das außen rum bauen, würde ich sagen. Da wir eine kleine Festung machen, würde ich sagen, später wird das eine Kaserne. Das, was wir jetzt haben? Ja. Weil das hat sowas von so einer Form von einer Kaserne, weißt du meine? Oh ne, krass, ich bin mit meinen Homies zu Hause. Alter, what the fuck? Das wird ein riesiger Friedhof, Alter. Junge, wie viele das sind. Das wird später zum riesigen Friedhof enden. Was geht ab, Homies? Egal, welche Rekruten warst, wir haben ein paar. Komm, greifen die nicht an. Die Vögel warnen dich ja nur. Ist mir egal. Ist egal. Was denn? Guck mal in die Tür. So, I'm coming back. Wir sind überall. Oh, das ist ganz schön krass, Alter.
Dann machen wir Terraforming jetzt hier kurz. Das sind eine Menge Fehler, Niklas. Ja, wie feine Schwitter. Der Chris, viel Spaß beim Namen geben bei allen. Das ist Gustav, das ist Herbert. Das hört mal hin, wenn er jetzt die ganzen Namen vergibt. Wie lange das dauern wird. Viel Spaß mit dem Grabstein bauen. Eigentlich ja. Das wird ein riesiger Friedhof. Niklas, fang schon mal an zu buddeln. Also sollen wir die komplette Map. Wir haben riesige, also wir haben ja riesige Fläche, ne? Fuck, was wollte ich jetzt nochmal machen? Was macht ihr denn hier, Jungs? Kommt mit, Mann! Kommt sich angeflattert. So, Steve, ich baue jetzt mal ein paar Melonen. Ach, jetzt auch stolz auf euch. Wir haben Melonen? Ja, Niklas hat uns ein paar Melonen vorbeigebracht, also. Niklas, guck mal aus dem Fenster. Nice. Ich will da eigentlich auch nicht hingucken, aber. Ich bin der Vogelmann. Okay, warum auch im Hintergrund irgendwie Geräusche auftauchen, keine Ahnung. Wie machen wir denn nochmal einen Eimer, Alter? Mach mal wie, ich wie eine Schere. Wieder. Ja, okay, ich weiß wieder. Ah, das klar. Aus Eisen. Ich hab voll. Ich hab gar nicht. Fuck. Das ist einfach nicht, wie man da gerade einen Eimer macht. Da hinten machst du die Melonen. Brauchen wir irgendwie zwei Plätze oder sowas? War das nicht? Oder waren das die Kürbisse? Waren vielleicht die Kürbisse? Waren auch Melonen. Ah, weil du hast nämlich nur einen Platz pro Ding gemacht. So, wie viele fehlen jetzt noch? Brauche ich nur ein Gehege für deine ganzen Tiere. Steve? Ja? Über dir fliegt ein Vogel. Ich bin in unserer Basis. Ah, du baust da oben. Nice. Du baust die Basis ein bisschen aus. Mhm. So, wir sind jetzt alle angekommen. Das ist schön. Ich habe noch mehr Samen, ich brauche noch welche. Oh mein Gott. Vier waren es ja immer, ne? Ja. Ich habe sogar schon einen Feldbeschützer. Unser Feldwebel, das ist Gustav. Er wird alles tun, damit das Feld so bleibt, wie es ist. Ey, klar, dass Gustav der Chef hat. Ganz schön nervt hier. Nein, Gustav ist gut hier. Gustav? Was sind das für Tiere, was du hast? Vögel? Ja, aber geil. Ey. Gustav? Ja, vielleicht bis da hinten. Gut. Du schaffst das, dafür kriegst du auch noch einen Samen. Oh! Okay. Den Samen hat er dann. Ist auch noch ein bisschen. Okay. Doch. Pick, das, was soll ich denn bauen? Das ist mir völlig egal. So. Steve? Ja? Ich bin jetzt mit 10 Spitzhacken bewappnet, ich bin jetzt erstmal im Aushöhlen. Das mache ich jetzt auch. Wir müssen erstmal hier das mit den Melonen machen, weil sonst wird das ja nichts draus. Ja, wieso? Na, die brauchen zwei Plätze ansonsten. Ja, die können dann nach vorne oder nach hinten wachsen, ist ja egal. Ja, aber da ist ja nur Steine, auf Steine wachsen die bestimmt nicht. Doch. Was? Eigentlich die wachsen eigentlich überall. Auf einem Platz, auf einem freien Platz, das muss nur der Stamm in der Mitte wachsen. Ach so, ich dachte, man braucht halt auch keinen. Wo das wächst, ist glaube ich scheißegal. Ja. Auf was das wächst. Hauptsache es gut, das kann auch Obsidian sein. Bedrock. Dann edle Melonen. Ich spulte mich mal kurz runter bis zu Bedrock und platziere da mal ein paar Melonen. Das wären die schönsten und saftigsten Melonen der Welt dann auf jeden Fall. Das wären Bedrock-Melonen, Alter, die kann man nicht mehr mal durchbeißen. Die kannst du nicht abbauen, die bleiben dann. Bleiben wir immer da. So, warte, ich baue noch schnell Fenster und dann komme ich runter. Guck mal, Niklas war sogar so freundlich, er hat mir ein Ei gegeben. Ein Ei. Ich hab zwei. Damit du endlich ein zweites hast, hab ich dir ja schon gesagt. Ja, tut mir leid, ja, ich brauch noch eins. Ich hatte keins. Ich hab zwei Eier. Oh ne, das glaube ich ja nicht.
Und auch unbedingt ein Zaunturm. Weißt du, Steve, also wenn wir schon mal dabei sind, ne? Ich tippe jetzt, dass die Würfel nicht behindert. Was ist? Ja, alles gut. Ich hab's einfach noch nicht, hier so einen Ackerboden gemacht. Wenn wir schon mal dabei sind, dann kann ich auch gleich Kakao anpflanzen. Alter, diese Vögel hier, ne? Du kommst rein und das ist ein reines Tierlager. Alter, du wirst begrüßt. Ey, der Vogel muss sterben. Niklas, töte sie! Ja, dann wird, Christian mich immer hassen, Alter. Nee, nee, du bist. Mach doch so, Freund. Alter, ist das in Ordnung. Ey, also Niklas, kannst du einfach einen Creeper hin. Also, wenn sie dich echt stören, kannst du sie ruhig echt töten. Würde mich nicht stören. Nein. Aber die nur kommen, wenn sie dich stören. Ansonsten die kommen irgendwann woanders hin. Wir machen für den schon Gehege. Nee, nee, die sind für immer da. In so den Lager. Ich schlafe mit einem ein Bett, Niklas. Du brauchst ein großes Bett. Das Schlimme ist dran, dass das Bett halt auch bei mir steht, auch, ne? Also, ich meine. Durch die ganze. Weißt du? Ist da hier, ey, Gott sei Dank können die nicht kacken, weil sonst hätten wir ein Problem. Vogelkacke wegmachen, voll geil. Nächstes Update, würde ich sagen, ne? Kann man die sogar braten. Das fehlt, würde eigentlich noch in Minecraft fehlen, dass man aus Eierspiegelei machen könnte. Und die Vögel dann auch Eier essen könnte. Ja, und Kakao. Schokoriegel oder so. Machen kann. Oder Schokoriegel. Schokolade. Weißt du. Weißt du, dass man Milch und Kakao einfach dafür nimmt. Dann wäre Kakaobohnen schon mal für was noch sinnvoll. Ja, Kekse sind halt nicht so wertvoll, ne? Ja, ich meine, außer Kekse wäre dann noch was für was anderes wertvoll. In den Keks kann man zwar viele herstellen, aber die halten nicht lange. Ja. So, ich komme jetzt. Aber man kann das sein, dass wir kaum Kohle noch haben. Na, ja, ich wollte mich hier klar nach unten. Es soll jetzt ein bisschen mehr werden. Bring mal auf jeden Fall Kohle mit. Ja. Ich werde meinen Weg auch so auf Höhe 12. Ich hab gesagt, ich mach Body Farm. Ach, diese automatische. Ja. Was für Spitzhacke nimmst du? Nimmst du Eisenspitzhacke? Ne, Kordestein. Oh, das ist die beste Idee. Ich hab aber nur eine Eisenspitzhacke. Und ein Creeper. Ist ja gar nicht so schön. Wir müssen immer wieder Eisen suchen gehen dann. Du brauchst ja das schon dann. Mach ich. Ich hab schon Kevin. Ja. Ich lasse sogar meine Spitzhacke da. Ich hab schon noch 10 Stück, also. Nee, die ist gut, die ist gut. Alles klar, ich nehme sie einfach gut. Bring mir wenigstens auch Diamanten mit, ja? Wenn du schon mal runtergehst. Wenn ich welche finde, werde ich dir 100% nicht versorgen. Hat dir mal Packen gegeben, Christian, ne? Ja, ich hatte noch welche, aber trotzdem danke. Warte, wenn ich hier rauskomme. Nicht, dass da ein Creeper einfach so steht. Oh Gott, hoffentlich kommt er nicht runter, Mann. Surprise, schön, dass du Treppen gebaut hast, Kevin. Hä? Schön, dass du Treppen gebaut hast, das wollte ich eh noch vorschlagen. Ich glaube, die habe ich aber nicht ganz bis runter gebaut, glaube ich. Den habe ich hier in einer Kiste. Schlecht gemacht, Kevin. Und hier habe ich noch 2 Stacks und 41. Ich muss inzwischen dran aufhören, weil deine Folgeende war so. Oder? Nee. Achso. Du hast so weit gemacht, bis halt die Höhle geht. Also ich habe die Treppen so weit runter gemacht bis auf, glaube ich, Höhe 3, also auf die Diamantenhöhe. Da habe ich sogar, glaube ich, noch zwischendrin eine Höhle gefunden. Muss halt ein bisschen genau davor. Oh, jetzt gibt's hier was. Dieser Höhle. Wenn es hart auf hart kommt, muss ich wahrscheinlich das noch eins höher machen. Mach das. Wo sind die Diamanten? Dort, wo du sie niemals finden wirst. Aus dem Kabulage. Oh, Weizenfett haben wir auch schon mal. Jetzt ein bisschen ruhig hier. Endlich mal ein bisschen leiser.
kommt noch die schöne Minecraft-Musik. Was für ein cooles wunderschön, Mann. Bei mir läuft NCS. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Ja, Chris, aber auch aufpassen, bei manchen NCS-Liedern ist auch, sind auch Copyright-Lieder drin. Bei manchen NCS-Playlists. Eigentlich dürfte es das nicht. Also es könnte damit Probleme kriegen, aber nicht, dass ich gestrikt werde. Ja, theoretisch tun ich erstmal morgen einen Strike geben. Oder? Es geht erstmal auf die No-Copyright-Sounds, die es herausgeben. Christian wird zwar wahrscheinlich sein Video nicht hochladen dürfen oder sonst was. Ja, na klar, NCS. Also, wenn sie sagen, ich soll das Video löschen, dann werde ich mich auf jeden Fall dagegen weigern. Weil ja. NCS, No Copyright Sounds, verstehe ich dann auch nicht. Wenn es doch das No Copyright ist, dann müsste es eigentlich da sein. Das heißt sogar so. Der Channel ja. heißt so. Das ist theoretisch dürfte doch nichts sein, also. Weiß noch, wo Kevin Creativeverse aufgenommen hat. Und ja, die Musik war die... einfach so unfassbar laut. Man hat einfach nichts anderes gehört außer die Musik, Mann. Ja, und am Ende musste ich dann das Video löschen. Trotz alledem. Das war die Anfänge von Triple Conquest. Sei das vorüber. Ach, Gott sei Dank. Triple Conquest ist vorüber und alle haben dazugelernt. Oh ja, nie wieder eine YouTube-Gruppe zu machen. Beziehungsweise mit diesmal den richtigen Leuten. Naja, so gesehen sind wir auch noch eine YouTube-Gruppe, nur hat ja sein eigener Channel. Ja, das ist auch cool. Also, aber ist vielleicht am Moment. Wir sind halt eine YouTube-Gruppe, die sich damit auch auskennt. Beziehungsweise die da Bock drauf haben, nicht so wie ne, andere Leute. Die es ausnutzen. Schlimme ist einfach nur, dass gewesen ist, dass derjenige, der das erfinden wollte, das nicht gemacht hat. Gemacht. Alle, die noch von Triple Conquest uns kennen, wissen Bescheid. Ja, alle, die neu dazugekommen sind, die Story findet ihr nicht mehr, glaube ich. Nee. Kevin, brauchen wir Redstone? Folgen sind offline genommen worden, glaube ich, ne? Ja, aber ich finde es schade, dass wir da halt die 1000 hatten. Also, ne? Ja, gerade 1000 erreicht und dann so. Kevin! Das ist ein bisschen ärgerlich. Was los? Brauchen wir Redstone? Ja, sehr ja. dringend auch. Okay, schick mir gerade eigentlich alles an Redstone. Dann nehme ich es auch mit. Wer kommt denn da angerannt? Ich sehe in so einen kleinen Namen oder so einen etwas längeren Namen? Keine Ahnung. Da ja, hier der Niklas hier bei uns hier. Was ist los, Niklas? Was gibt's denn? Ich wollte euch mal besuchen. Vor allem, weil es gerade Nacht ist und ich gerade erst später, wenn es wieder heller wird, einfach seid ihr nicht. Ach, wollen wir bei weiter nee, oder? Wir nehmen keine Battle auf, helf mal hier. Spaß. Was macht ihr? Hä? Ihr sagt, ihr nehmt keine Battle auf. Wir nehmen keine Battle auf, helf mit oder verpiss dich. Ei, ich werde so groß. Hä? So groß, gell? Du weißt doch noch von der anderen Bande der Welt, wie groß da meine Farm war. Ich habe ein Stück Erde von dir mitgenommen. Dieb! Erde, was ist denn Erde bitte? Hast du schon wieder zurückgenommen? Hat doch jeder heute ein Stück Erde. Schick Scheiße. Sag mal, wieso ist euer Kaufarm so. Ach so, okay, ihr habt noch nicht. Ah, okay. Hä? Das ist ja süß. Diese kleine Melonenfarm, die in Viereck gebaut wurde, ist ja süß. Ey, spring da nicht drauf rum, ja? Wir brauchen die Melonen. Wir haben kaum Futter, ja, also bitte. Echt? Ey, ich hab Futter. Ey, Kevin, guck mal, wenn du von hier. Warte mal, von hier. Ja, ich kann dir was geben. Du stehst und hinter diesem Berg, geradeaus, ja, da sind wir. Nur geradeaus weiter. Okay, ich baue die TNT-Kanone. Oh ja, ich helf dir dabei. So weit reicht es nicht. Oh, meine schon. Die sind nämlich auf Schienen. Ach so. Fliegen dann so Minecraft durch die Gegend. Weißt du, beim nächsten Mal, wo wir dann aufnehmen, gucken Niklas und Chris nach oben fliegen, wir sehen dann so Minecraft durch die Luft fliegen. Dass so langsam auf sie zukommt. Hm.
Steve kommt dann so direkt und sagt so, sorry, ich wollte nur meine TNT-Kanone ausprobieren. Sorry. Sag dir so, richtig ein Kerl. Oh ja, richtiger Kerl, willst du Skateboarden? Sorry, Eddie, hab nur einen richtigen Kerl. Ja, Schatz, genau, richtiger Kerl. Möchtest du Skateboarden? Skateboard. Skateboard. Hab ein bisschen Cola hier gefunden. Jawohl. Also, Steve? Ja? Cobblestone wird es nicht mehr mangeln. Ja, das habe ich gesehen, nachdem du da unten deine Party gemacht hast. Cobblestone haben wir reichlich jetzt. Oh, 20 Minuten sind vorbei. Oh,